Zwilling ist eigentlich die klassische Personensuche, die heutzutage in den Suchsparten zu tragen kommt. Es kommt eigentlich aus dem Amerikanischen und bedeutet eigentlich Menschenspuren verfolgen. Ich war eigentlich schon immer begeisterter Hundenah und habe eigentlich in früheren Zeiten mit meinem jetzt noch geprüften Hund relativ früh mit Mantrailing angefangen. Jeder Hundeführer hat mit seinem Hund ein bestimmtes Startritual. Im Großen und Ganzen läuft es immer gleich ab. Der Hundeführer macht sich selber fertig, zieht sich an, zieht die Jacke an, guckt, dass er seine Sachen, seinen Rucksack, alles dabei hat, holt dann den Hund aus dem Auto. Der Hund wird unmittelbar vor dem Beginn der Suche erst in sein Arbeitsgeschirr gelegt, beziehungsweise es wird ihm dann angezogen. Der bekommt dann eben diesen Geruchsgegenstand der zu suchenden Person angereicht und beginnt dann eigenständig mit seiner Arbeit. Der Hundeführer folgt seinem Hund und der Hund sollte ihn dann wohl zielsicher an die Versteckperson bringen, wo der dann auch mit seiner Belohnung dort wartet.